Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim zu einem neuen Part. Super Mario Party mit dem Zwergenfürst, mit Peach, mit Daisy und mit Rosalina. Jo, wieder mal eine Ladies-Runde. Nee. So viel dazu. Bowser, was machst du denn hier? Bei der Partnerparty tritt man in Zweierteams an. Es gibt nur sehr wenig Teilnehmer, ja, die würdig sind, mein Partner zu werden. Bei dir würde ich gerade mal so noch deine Augen zudrücken. Was meinst du? Auf geht's. Bowser ist mit an Bord. Tja, jetzt hilft mir auch noch jemand. Da haben die Gegner ja gar keine Chance mehr. Haben wir den nicht schon im Team? Wow! Die Geräusche sind cool. Wow! Was ein Scheiß. Sorry. Wen nehme ich denn jetzt? Rosalina, Daisy, Peach. Ja, Peach und Bowser in einem Team, das muss doch sein. Na komm, Daisy, raus mit dir. Jetzt müssen wir noch Mario dazu nehmen. Mario, Bowser mit Knochen trocken und Peach. Ja. Das Classic-Team. Na komm, das mach ich nochmal schnell. Das Classic-Team. So muss das sein. Partner-Party. Können wir jetzt Partner-Party spielen? Sekunde. Partner-Party. Ich probiere es mal aus. Ich glaube ja nicht dran, aber... Cool, das klappt. Okay, ich dachte, da braucht man wen zum Kämpfen für. Da braucht man wen zum Mitkämpfen, also einen anderen Mitspieler. Ist ja geil. Das ist natürlich die Frage, machen wir heute noch Minispiele? Ach na, komm, lass mal die Minispiele bleiben. Auf geht's zur Partnerparty. Warum nicht? Auf! Ja, worauf warten wir noch? Partnerparty, los geht's. Domino-Ruine, Schatzsuche. Goldrauschmine, vitaminreiche Wege. Ach, das müssen wir noch freischalten. Okay, los geht's. 10 Runden, 15 Runden, 20 Runden. Ja, 10 Runden reichen. Team wechseln, ich mit... Bowser? Ja, ich mit Bowser und Mario mit Peach. So muss es sein. Auf geht's. Eigentlich war halt heute das Minispiele-Spielen dran, aber ja, warum nicht? Dann machen wir wie halt heute Partnerparty. Ja, haben wir noch ein paar Parts, die wir vollkriegen können. Warum nicht? Willkommen bei Domino Schatzsuche, dem ultimativen Test guter Zusammenarbeit. Seid ihr zum ersten Mal als Team hier? Jo. Dank der Forschungsarbeit in dieser uralten Ruine wissen wir jetzt, dass Teams hier ganz neue Herausforderungen erwarten. Wer den passenden Schlüssel dazu bekommt, ist als erster blöd nur, dass uns den Weg blockiert. So schnell kann ich das nicht lesen. An mir kommt niemand vorbei. Absolut gar niemand. Egal ob Teams oder Einzelspieler. Hier geht's nicht weiter. Außer ich werde mit Münzen bezahlt. Noch was. Ich spreche mit niemandem, der hinter mir steht. Ganz einfach, weil ich diejenigen gar nicht hören kann. Ach, keine Ohren am Hinterkopf. Der hat gar keine Ohren. Der kann prinzipiell gar nicht hören, aber gut. Tja, hier wird eure Zusammenarbeit ständig auf die Probe gestellt.
Beim Spiel im Team ist einiges anders als früher Einzelspieler. Sind euch die Regeln klar? Sollten wir die Regeln nochmal durchgehen? Nein, ist klar. Dann lasst uns jetzt auswürfeln, welches Team beginnt. Die Würfel beider Teammitglieder werden dabei zusammengezählt. Alles klar. Bowser, mach keinen Scheiß. 5 plus 2. Bowser, ich sagte, mach keinen Scheiß. Und was an mach keinen Scheiß hast du falsch verstanden? Team Knochentrocken ist als zweites dran. Team Bowser wohl eher. Ich bin ja nur sein Scherger. Sehen wir, wo der erste Stern platziert ist, den es zu erreichen gibt. Na, eine Classic Mario Party. Hier mit Bowser. Nein, der Classic ist es nicht. Bowser ist drin. Deshalb Knochentrocken ist auch drin. Classic wäre es mit Mario, Luigi und noch zwei anderen. Peach eigentlich auch nicht so wirklich. Hier, wer landet, kann sich. Wer hier landet, kann sich den Stern schnappen. Wenn beide Teammitglieder hier landen, könnt ihr zwei Sterne auf einmal erhalten. Wow, das würde ja wohl sehr selten passieren. Bevor ihr loslegt, zeigt mir, dass ihr ein wahres Team seid. Ein Klatschen. Yo. Bowser und Knochentrocken. Das perfekte Team. Fragezeichen. Prima, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Beide Teammitglieder teilen ihre Münzen und ihre Items. Deshalb ist das Teamwork äußerst wichtig. So, jetzt ist aber endlich das startende Team am Zug. Runde 1. Team Peach beginnt. Natürlich Team Peach. Ja, Team Mario, das wäre ja... Wer ist hier der Mann im Haus? Das ist ja hier wohl klar. Oh, holen sich gleich einen Stern ab oder was? Gibt's doch nicht. Willkommen auf dem Sternfeld. Also nimmst du den Stern? Sie nimmt den Stern. Oh wei. Und wir liegen schon zurück. Das Schicksal von den Schergen Bowsers. Also ein Mist. Ja, heute spielen wir mal die Bösen und versuchen das Team Peach zu besiegen. Ja, wir versuchen Peach gefangen zu nehmen und Mario wieder auf seine lange Reise zu schicken. So ist der heutige Plan. Ja, so sieht's aus. Glücksfeld. Na, in deiner Umgehung, was? Regnet es Münzen? Ach du Schande. Ist aber gut für uns. Da kommen wir dann hin. Das ist weniger gut für ihn, aber mehr gut für uns. Na gut. Und da ist die Toadette. Ich werde bitte fleißig Münzen sammeln und hierher kommen. Ich komme sofort. Das ist zwar weit weg, aber ja, ich komme. Als zweites dran Team Knochentrocken. Knochentrockenwürfel, ja, gar nicht schlecht. 1 als 1, 6, 6, 6. Ja. 50-50 Chance. Ja, 50 Chance ist 50-50 Chance. Ich bemerke es gerade, ist gar nicht so gut, aber ja. Todstipp. Auf einigen Feldern, die auf den ersten Blick gar keine Besonderheit aufweisen, befinden sich ein versteckter Block. Wie man sie findet, probiere. Da anzuhalten, wo du Vibrationen spürst. Merk dir das. Ah, okay. Na dann, los geht's. Würfel. Habe ich den Todsdings jetzt ausgewählt oder was? Oh, ups. Nein. Ja gut, immerhin 10, weil Bowser gut gewürfelt hat. Na, auf geht's. Bowser, wo gehst du denn hin? Was ist dein Plan? Ich hole mir mal ein paar Items. Ja, warum nicht? Dann mal dorthin. Ja, okay. Ich nehme den Weg. Was macht Bowser? Was ist sein Plan? Willst du jetzt ernsthaft den Typ bezahlen oder was? Oh Mann, dann haben wir doch keine Münzen mehr für die Sterne. Ach, Mann, Bowser, versaust das Ding. Minispiel. Na toll.
Habe ich mir mal gut ausgesucht, dass ich Bowser als Teammitglied habe. Zumindest haben wir, glaube ich, gute Würfel. Achso, drehen. In eisigen Höhen. Aufgabe, die höhere Skulptur entstehen lassen. Was für eine Skulptur. Das ist ein Schneehaufen. Eine Skulptur. Naja, wenn man zu doll wackelt, dann entsteht irgendwie was. Aber ja, okay, verstanden. Schauen wir mal. Party nach Party, auf geht's. So, jetzt aber nicht. Jetzt habe ich den Schneemann vollgeschnellt, den Pinguin. Sorry. So. Ja, sehr gut. Wir schön breit machen, damit wir überall auch streuen können. Ist mein Schnee alle oder was? Tja, haben wir jetzt verloren oder was? Ach, verdammt. Habe ich wahrscheinlich zu viel vergeudet. Klasse, Team Peach hat gewonnen. Naja, so klasse ist das gar nicht. Verdammt. Siegerteam. Ach, verdammt. Den Knochen trocken. Auf Platz 2. Platz 2 ist hier gar nicht mal so gut. Oh, Rosalina kommt. Da ist jemand, mit dem man sich verbünden könnte. Passiere hierzu einfach das Spiel von Rosalina. Ach nee, nicht doch. Wir brauchen einen anderen Verbündeten. Obwohl, gute Würfel hat sie bestimmt. Passt eher zu dem anderen Team. Holt sich wahrscheinlich auch gleich. Mit 12. Ach, ein paar Sprung ist auch noch. Ach, die Lackhasen hier. Ja, Peach holt sich Rosalina mit dazu. So muss das sein. Ach. Das andere Team hat verdammt viel Glück. Unerhört viel Glück. Oh, ein Shy Guy steht dort. Den muss ich mir holen. Den brauchen wir als Verbündeten. Der ist der Richtige für uns. So, würfeln. Jetzt mal richtig. Eine 6, nicht eine 1. Na komm. Und. Eine 6, nice. Und eine 10, 16. Nice. So würfelt man richtig. So. Dahin. Shy Guy abholen. Boah, hier kann ich ja richtig weit einmal im Kreis hier. Warte, nee. Das ist ja blöd. Wenn wir mal ein bisschen weiterkommen. So, hier. Holen wir uns den Shy Guy ab. Zack. Shy Guy, komm mit. Oder krieg ich nur den Würfel? Ich bin Shy Guy und ich werde jede Menge Sterne sammeln. Du bist mit Shy Guy verbündet. Sehr nice. Das ist das Richtige für unser Team. So, kurz vor dem Feld. Ach, verdammt, auch verfehlt. Was macht er mit seinen vielen Schritten? Yoshi hat er sich geholt. Naja, Goomba, den hättest du holen können. Zum Verbündeten. Der passt ins Team. Naja, Yoshinski. Ich finde Yoshinski cool, also den nehme ich gerne mit ins Team. Griff nach den Sternen. Greif nach den Sternen, du bist bereit. Auf deinem Weg stelle dich der Gefahr. Falsches Spiel, falsches Genre, falsches Universum. Jo, verstehe. Holen wir uns so viele Sterne wie möglich. Okay, ich habe Shy Guy und er hat... Achso, Mario ist alleine. Und dann Jaschinski. Na komm. Hey, mein Stern. Stern. Noch ein Stern. Ah, cool. Mit 2 könnt ihr jetzt 2 bringen. Sehr nice. Wir haben natürlich mehr Verbündete. Das bringt natürlich hier mehr. Nein, Männer. Na komm, Bowser. Zack. Na komm. Yoshi. Yoshinski. So. Na, hier einen. Da einen. Und zurück. Verbinde. Okay, hol dir den nächsten. Shy Guy. So, hier. Verbinden. Ach, Yoshinski, warum trägst du keinen zweiten?
Hier, komm, Bowser, 3 Sekunden. Na komm, noch 2, nice. 10 zu 8. So geht das. Gewonnen. Und klatsch. Nice, das Gewinnerteam heißt Knochentrocken. Mit meinem Boss als Partner unterwegs. So sieht's aus. Jo, münzenmäßig führen wir trotzdem noch nicht. Ich wollte gerade sagen, münzenmäßig führen wir, aber auch das stimmt nicht. Kamek! Ich bringe mal ein bisschen zusätzlich 14 Spiel. Kamek zaubert was. Böse Felder oder was? Dazu habe ich ein paar Pechfelder auf die in diesem Spielbrett versteckt. Was genau da passiert, das wirst du schon erfahren, wenn du auf einem landest. Ja, nichts Gutes wahrscheinlich. Ach, das kennen wir doch schon aus den Mario Party Runden. So, Mario ist dran. Hier kriegen wir wahrscheinlich auch nur alle Spielbretter gewonnen haben. Oder nur bestanden haben. Auch noch einen extra Stern, also ein Party-Juwel heißt das hier, oder eine Party-Gestalt. Waluigi im falschen Team. So viele Verbündete hier. Mario hat noch gar keinen Verbündeten. So. Ah, Toad kommt jetzt mit dazu. Und so wird auch noch mal mit dazu. Items, haben wir ein Item? Ah, Toad ist gar nicht in unserem Team. Item. Goldener Turbo-Pilz, den nehme ich. Nur schlecht würfeln bringt das viel. Dann kommt Würfel. Immer noch mit dem Würfel. 50-50 Chance. Schlecht zu würfeln, aber gut. Auf geht's. Eine 6. Nice. Glück gehabt. 7. Ah, Yoshi und... Ah, sehr nice. 14 und 9. Ah, okay. Da will ich lang. Ich kann erst da runter. So. Okay, nehmen wir das. Gucken wir einmal durch. So. Wir müssen zu dem Stern hin. Oh, was ist das? Goldfläschchen. Ah, Münzchen kriegen wir dadurch. Die holen sich noch einen Verbündeten. Ach nein, das ist Bowser. Bowser hat sich noch einen Verbündeten geholt. Sehr gut. Gib nicht all das Geld aus. Wir brauchen das noch für die Sternmünze. Ah nein, für den Stern. Falsches Spiel. Minispiel. Rache ist süß. Blutwurst. Aha. Ah, Kuchenschlacht. Ja. Auf geht's. Wird geworfen. Ah, falsch daneben. Was machst du denn? Na komm. Den guten Ende reinhauen. Zack. Oha, wir wurden schon ziemlich oft getroffen. Na komm, lass dich nicht so oft treffen. Rosa, lass dich nicht so oft treffen. Na komm, Mario einer. Reinwürgen. Na komm. Ah. Ausweichen. Und zack. Daneben. Verdammt. Und zack. Mario noch einer. 14 zu 11. Ah, verdammt. Rosa, du warst zu schlecht. Ja, du machst so schlecht, nicht ich. Ich bin bei Kuchenschlachten immer gut. Bei Kuchenschlachten bin ich spitze. Ich habe zwar nie im echten Leben eine gemacht, aber... Tja, da muss ich wohl noch was nachholen. Ein neuer Punkt auf meiner Löffelliste. Kuchenschlacht. Ist zwar ein bisschen Nahrungsverschwendung, aber... Einmal im Leben muss man es doch gemacht haben. Muss man halt alte Kuchen nehmen. Abgelaufene Kuchen. Die hätten nicht mehr schmecken. Oh, die kommen ziemlich nah an den... Oh, die stampfen einfach auf Bowser drauf. Mann. Das geht doch nicht. Was? Wir verlieren Münzen? Ach... Wir müssen uns noch Sterne kaufen. Hey, Bowser auf, Ma-
Mario auf Bowser. Ja, gut. Das war abzuwarten. Du kannst jetzt einen anderen Würfel verwenden. Will ich aber nicht unbedingt. Der bringt mir Glück. Na gut, komm. Nehmen wir mal den normalen Würfel. Oh. Ah, jetzt habe ich einen Scheigner Würfel oder was. Ja. Auch gut. Oder auch nicht gut. Natürlich. Wow. Goldener Bowser. Das ist ja. Sehr nice. Na komm. Eine Null! Was zum Henker? Scheiger, was hast du mir da. Was hast du da getan? So weit komme ich doch gar nicht. Bowser kommt aufs Sternfeld, ja, immerhin. Scheiger, du mit deinem Würfel. Was hast du mir da eingebracht? Der goldene Bowser. Nice. So muss das sein. Das ist immer spitze. Na komm, kauf dir den Stern. Immerhin haben wir jetzt einen Stern. Können sich die anderen den nicht holen? Stern! Ja, ich weiß, dass das ein Stern ist. Musste mir nicht extra sagen. Trotzdem führen die noch, weil die mehr Münzen haben. Holen wir uns den zweiten Stern. Team Knochentrocken gewinnt. Nein, gewinnen tut's noch nicht, aber ja, führen tut's. Toadette platziert den nächsten Stern, der ziemlich nah dran ist. Verdammt nah dran. Ja, ein schön glänzender Stern. Na, wer von euch schnappt ihn sich? Wir doch bitte. Minispiel. Auf geht's. Zutaten aber zackig. Ah, okay. Och, die Todfresser. Räumt den Abwasch auf, oder was? Ah, okay, da muss eine Zutat greifen und, der Todfresser bringen. Ah, und der Tellerwäscher Tod blockiert den Weg. Ah, okay, das ist Speck, das braucht der hier. Na komm, nimm doch. Achso, das ist das gegnerische Team, oder was? Ah, ob das mal was wird. Zu dem gelben Tod, oder? Und die müssen zu dem grünen. Jo, verstehe. Und dem holen, was er will. Tomaten und Speck. Hier Speck. Na komm, Speck. Hier hast du deinen Speck. Tomaten. Rosa bringt Tomate. Ich hole die zweite Tomate. Tomate. So, zack, hier hin. Ein Burger. Salatchen. Hol du mal Salat, Rosa. Nicht? Dann hole ich halt die Tomaten. Tod, steh nicht im Weg rum. Hier, Tomate, Salat. Mach dann Tomatensalat draus oder was? Na komm, Salat holen. Die Zeit ist knapp. Geh mir aus dem Weg, Peach. Salätchen. Was? Macht aus zwei Salatköpfen und einer Tomate einen Burger? Okay. Na komm. So, Speck holen. Sehr nice. Was hat's gemacht? Speck, na komm, das kriegen wir hin. Speck. Na Bowser, ach. Den Salat hat man nicht mehr geschafft. Das Team Knochentrocken hat gewonnen. Ah, war immer sehr gut. Klatsch. Nice. Ach, da wird Mario aus dem Restaurant gejagt oder was? Nee, die jagen noch hinterher, die wollen noch einsam hin. Verstehe. Und Team Peach führt immer noch. Alles klar. Team Peach. Ja, sieht man, wer hier die Hosen anhat. okay. Offenbar trägt Peach unter ihrem Kleid ein paar Hosen. Oder so. Ja. Scheint mir fast so. Wow. Extrem hohe Punktzahl. Die sind gleich am Stern, oder was? Ja, noch nicht ganz. Zum Glück ist das noch ein bisschen entfernt. Da müssen wir wohl aufholen. 5 Münzchen. Damit verlieren die ein bisschen Geld. Naja, aber nicht viel. Hohe Punktzahlen. Ein Schlüssel. Was bringt denn dieser Schlüssel wohl? Wir werden es wohl gleich sehen. Hm, Mario kommt nicht durch. Mir wahrscheinlich auch nicht, oder was? Nein, ich will den Scheigerwürfel nicht. Ich nehme wieder meinen Knochentrockenwürfel. Na komm.
Bowser den Bowser-Würfel, so muss das sein. Na komm, eine 1, ach verdammt. 1 und minus 3, ach Mann, was sind denn wir für Pfeifen? 3 und 4, ach du Schande, so kommen wir doch nie hinterher. Ach, wo bin ich? Da bin ich. Ach, verdammt. Naja, los geht's. Nur so kommen wir denen noch nie auf die Schliche. Minispiel. Alles klärchen, Wunderbärchen. Vibrationswahl. Mhm, alles klar. Aufgabe anhand der Vibrationen die Antwort finden. Erfülle den Unterschied bei 3 Vibrationssequenzen. Ja, da gibt's einen Unterschied. Wer zuerst korrekt antwortet, erhält die meisten Punkte. Aha. Na, das ist der Typ hier. Gut, dass Bowser auf was anderes tippt. Was? Das war die Bombe. Bomben! Na gut. Rätselschau mit der Todfresse. Na, er macht was vor. Ja? Das ist relativ kurz und knapp. Das ist ein dumpfes Klack. Das ist ein Brumm. Hat ein Bombenexplosions. Das war eine Bombenexplosion. Ja, eindeutig. Diesmal wirklich. Alle sind sich einig. Bomben. Ja, Mitglied der Bombenbande, die müssten das wissen. Oh. Ja. Oh, das ist knifflig. Ja, gut, das ist ein Unterschied, aber zwischen den ersten beiden, das wird knifflig. Ah, das ist das Football-Team. Ja, ich denke ja. Na komm, 1, 2 oder 3, letzte Chance. Vorbei. Das ist 1, 2 oder 3. Ah nein, das ist Wiggler. Aber Bowser nach richtig. Da gibt es zumindest ein paar Punkte. Letzte Runde. Das wird jetzt am schwersten. Cool, Willi unter Wasser. Oh, das ist ein bisschen heftiger. Das Fischchen. Oha, das wird knifflig. Okay, ich denke, das ist der Aal gewesen. Der Aal war das. Jo. Ich nehme den Aal. Ein Bowser bei mir, ach du Schande. Ach, verdammt. Am Bowser führt, der hat die meisten Punkte. Nein, Peach hat die meisten Punkte. Nein! Unser Team hat verloren. So ein Mist. Team Peach hat gewonnen. Ach, Mist. Na gut. Team Peach führt weiterhin. Alles gleichen. Runde 6. Na dann. Würfeln. Das geht doch relativ schnell. Wir sind schon in Runde 6. Da kommen wir doch voran. Ich werde den Part trotzdem gleich beenden. Die Uhr sagt 4 Minuten. Ungefähr. Ja, so ungefähr in dem Dreh. Noch die Runde zu Ende und dann geht's im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ich kann das pausieren hier, die Party. Weil jetzt die komplette Stunde aufnehmen ist jetzt nicht so wirklich drin. Da haben wir jetzt schon ein klein bisschen mehr als die Hälfte. Wenn wir jetzt die Runde haben. Ich hoffe, ich kann es pausieren. Ich muss nicht die Switch anlassen. Ich kann mich daran erinnern, das so gemacht zu haben, die Switch anlassen zu müssen. Ich hoffe, ich kann es auch unterbrechen. Na, mal schauen. Nein, nicht schon wieder. Und Bowser schon wieder. Was ist der da? Unsere Pechsterne hier. Oder was? 5 und 3. Also kommen wir doch nie zum nächsten Stern. Es wird doch nichts. Nein, nicht in die falsche Richtung. Ach Mensch.
Wieso kommen wir da noch den nie durch? Und dann auch noch 7 Münzen abgeben. Oh. Wir sind so am Arsch. In der letzten Runde hier, im heutigen Part. In der 6. Runde. In der ganzen Party. Ah, sie ziehen weiter. Und Bowser muss wieder durch. Bowser muss bezahlen. Wir haben doch bald kein Geld mehr. Zockt uns doch nicht ab. Ein Pechfeld. Oh, ich sag doch, die Pechsträhne hier. Bowser. Du bist doch verbündet mit Kamek. Kamek müsste doch dein Diener sein. Verehrte Bowser. Es tut mir leid, aber ich muss. Du verlierst 5 Münzen. Ah ja, geht. Ach, er bittet sogar noch um Entschuldigung. Das ist ja putzig. Jo. Nächstes Minispiel. Na, das machen wir noch. Und dann ist noch Zeit. Ja, das Minispiel kriegen wir noch hin. Machen wir's. Na, ziehen. Ah, Tau ziehen. Auf geht's. Und der Angriff also. Na komm. 3, 2, 1. Und ziehen. Ziehen. Ja, nice. Das war spitze. Das ging ja schnell. Und Team Knochentrocken hat gewonnen. Nice. Oh, Gumba war auch mit dabei. Boah, das Team ist schon groß geworden. Viele Verbündete. Und dann würde ich mal sagen, dumm ich noch um, soll es euch gefallen haben. Lasst dann aber da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ich krieg das jetzt hier irgendwie pausiert. Naja, haut drin. Ciao, ciao. Jo. Na dann. Ich hoffe, das klappt. Bis zum nächsten Mal.